Es geht los! Und hier sind wir wieder! Also, was heißt wir? Willkommen! Ich und Volke, wir haben jetzt schon mal einen Trailer gemacht. Und wenn es ein bisschen grafikdumm ist, es liegt daran, dass wir mit dem Handy aufnehmen. Ja, und dass wir es nirgendwo hinstellen können. Ihr seht, es ist gerade auf dem Sofa drauf. Und ja, da ist es ein bisschen eine schlechte Lage, würde ich mal sagen. Deshalb versuche ich es jetzt wieder hinzustellen. Ich fange mal an, Holz zu fällen. Wenn ihr euch wundert, warum wir keine Schwerter haben, wir haben sie aus Versehen. Also, was heißt die aus Versehen? Wir haben sie. Das sind unsere Charaktere von einer alten Welt, um ehrlich zu sein, von unserer Hauptwelt. Das heißt, wir können dank diesem Let's Play nicht mehr in unsere Welt. Boah, ist das toll. Oh, Mann. Dank diesem Let's Plays. Warte, wir können euch mal kurz zeigen, wie weit wir waren. Wir waren nämlich ziemlich weit. Ja. Ja. Ich hol kurz jo. Was. Und nicht wundern, falls ich mit einem. Also, ich bin jetzt nicht Wannikat Mock. Also, nicht wundern, falls ihr irgendwie Klacken hört, das sind die Controller, das. Wie ja, gesagt, wir spielen ja, auf ja. der PS3 und ich bin noch ein Anfänger. Volke, geh weg von meinem Holz. Und ich habe selber schon Holz. Achso. Auf also jeden Fall, das wird ein bisschen schlecht sein, denn ich bin noch Anfänger und ich nehme das noch nicht so professionell wie zum Beispiel Paluten, Aerosol HD, Azkaita oder so. Solche richtig Gronk oder PewDiePie. Oder mach ich das nicht. Ja. Sarazza, der zweitbekannteste auf Gronk.de. Ja, okay. Ja, yeah. Gedisst. Oder Turbinator. Gedisst. Das schöne Terraria, das ist einfach nur schön. Warte, ich wollte euch ja noch zeigen. Wunderschön. Hier, einmal ein Überblick, wie weit wir schon waren. Hier, seht euch diese ganzen Items ein. Das haben wir alles selber gemacht in der Einwelt. Es ist unfassbar, aber es ist wahr. Ah, die schöne Terraria-Spielwelt. Hast du einen Tresor dabei? Ja, habe ich. Warte, ich muss noch meine Katze rausholen. Wenn ihr euch jetzt wundert, Cheater, du holst dir eine Katze raus. Das ist Startermaterial. Und vor allen Dingen, die stehen doch eh nur rum und gucken dumm in die Luft. Ich habe jetzt eine Werkbank gemacht, damit ich mir endlich ein Schwert machen kann. Yay, und dies. Oh, ich kann eine Angel machen. Angel geht natürlich vor. Und Bogen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeug. Ich sortiere mal mein Inventar, pack den Tresor wieder. Mach mir auch mal ein Holzschwert. Doch selber, hier steht eine Werkbank. Wenn ihr jetzt denkt, oh, die streiten, wir sind trotzdem gute Freunde, wir sind richtig gute Freunde. Yeah. Katzi? Ah, du hast ja nun schon rausgeholt. Yeah. Gegner. Ich töte ihn mit meinem professionellen Holzschwert. Warte mal, was hat das für ein Buff? Töte ihn mal. Das hat ein 14% Schaden, 10% Rückstoß und 3% kritische Trefferchance. Das heißt, mein Schwert ist ziemlich stark. Und ich muss mir jetzt auch erstmal eins machen. Dann hast du 111 Holz und dann sehe ich das falsch. Das kann sein, dass du es falsch siehst. Ganz easy. Peasy, ganz queasy. Ich hoffe, ihr seht alles. Ich kann jetzt nicht gucken, denn ich habe da jetzt professionell meine Marzipan-Kartoffeln hingestellt. Ja, wirklich. Professionell. Einen Applaus für den besten YouTuber der Welt. Ich habe erst 6 Videos und 6 Abonnenten, das ist bestimmt. Auf jeden Fall, wir wollten ein bisschen über Terraria erzählen. Also, wer Terraria nicht kennt, was eigentlich... Doch, es ist eigentlich relativ unbekannt. Doch, es ist bekannt, weil es in Minecraft ja auch erwähnt wird. Hier ist ein Grashüpfer! Lol. Grashüpfer, töten! Töten. Hä? Wieso? Mann, der krasse Verhaut hat? Der ist stark. Alter, ich erwisch den nicht. Ich erwisch den Grashüpfer nicht. Siehst du das? Lol. Komm her, Grashüpfer. Oh, okay. Ich bin ein Terraner, du. Ich erwisch den Grashüpfer nicht. Doch, eigentlich ist er Pro.
Habe ich ihn gerade getroffen? Er ist tot. Ich habe ihn. Nice. Der springt gerade ins Slime über dich. Nice, Daniel. Und ich töte ihn gerade. Hier ist Connor. Connor ist unser... Nein, wo ist Nico? Okay. Moment, kann ich... Mein Schwert ist kraftvoll. Hey. Zeig mal den Buff. Was kann der Buff? Was macht der? Bam. Kraftvoll. Zeig mal den Buff. Hier aus Inventar. Moment. Ach, nur 15% Rückschuss. Das ist ja nicht so yes. Aber immerhin. Ich kann mich freuen. Ich hab schon gleich Eisen. Das ist doch fies. Ihr müsst wissen, in Terraria bin ich echt ein Glückspilz hingegen. Aber ich hab legendäre Kupfer. Ey, krieg ich mein Eisenerz? Bitte gib mir mein Eisenerz. Wieso? Wir teilen doch eh alles. Okay. Ich geh ein bisschen professionell. Wieso sag ich die ganze Zeit professionell? Wir sind gar nicht professionell. Ach ja, ich hab gesehen, man kann sich einen Kiefernstuhl bauen. Ja, also gibt's jetzt auch verschiedene Unsorten. Und Vorsicht, da ist ein Slime. Da ist Slime, da ist... Das heißt, es Moment, gibt jetzt... Moment, die Animation wurde doch auch da verändert. Jetzt schlagen die wirklich so wie beim normalen Schwert. Früher haben die doch nur so gestochen. Nein, das war beim Kupferschwert. Ach so. Okay. What the fuck? Hier ist eine Toilette. Ich gehe jetzt richtig professionell meinen. Und ich meine jetzt wirklich professionell. Ich komme zu dir. Nee, ich gehe fischen. Oder nee, ich komme zu... Ich kann doch gar nicht fischen. Ich habe noch gar nicht... Du hast noch keinen Köder. Und ich kann ihn... Oh, hier sind zwei Schmetterlinge. Ich würde sie... Drei! Ich würde sie so gerne fangen, aber es geht halt nicht, weil ich noch keinen Kescher habe. Ja, und übrigens, was macht Connor da? Connor will Dirtpenisse bauen. Ich hab hier einen riesen Baum. Er ist tot. MLG! Ich bin MLG. Alter, bei dem Hunter wird das noch später richtig lustig, wenn ihr mal seht, wie der fliegt. Der fliegt mit seinen Ohren. Ja. Das haben wir alle schon gesehen, weil wir professionell. So professionell gut Terraria spielen. Und das, ey, Leute, das ist mein Baum. Ja, und ich töte jetzt Grafikfehler. Wieso sind hier so unendlich viele Grafikfehler? Wieso Grafikfehler? Hier fliegt die Oh, der Schmetterling verfolgt mich. Hallo, süßer Schmetterling. Hallo, ich will dich töten. Du musst sterben. Nein. Oh, hallo, Schmetterling, du bist so süß und tot. Ja, genau, Schmetterling, du bist süß und tot. Ey, klau mir nicht meinen Baum. Mein Baum! Ja, ich hab 30 Holz von deinem Baum bekommen. Wir wollen den Part auch nicht unbedingt so lange machen. Übrigens, diese Welt hier heißt Komet. Das ist unser schöner Komet. Unser wundertoller Megakomet. Der ja irgendwie ziemlich dumm ist. Hier ist ein Wurm. Alter, ein Wurm? Oh, er hat meine Axt überlebt. Wow. Und wie sind hier überall Kürbisse? Kürbisse sind schlecht. Das weiß doch jeder, der Chaosflur guckt. In Terraria sind Kürbisse nicht schlecht. Wieso? Was kann man denn mit Kürbissen machen? Etwas Besonderes. Was? Könntest du mir das mal bitte erklären? Das wirst du gleich sehen. Ach ja, und wir haben geschworen, nicht auf unsere jeweiligen Bildschirme zu gucken. Haben wir eigentlich nicht. Haben wir. Ist das Eisen? Hast du da gerade eben abgeholt? Nein, das ist Stein. Ich bin professionell, ich habe 13 Kürbisse. Ach, und übrigens, ich, also nicht Bunny Cat Mock, ich bin 10. Bunny Cat ist, lass mich nicht lügen, 11, oder? Ja, und ich habe keine Fackel. Doch, ich habe Fackeln bekommen gerade. Und ich habe für mein Alter schon verdammt tiefe Stimme. Ich brauche einen Fackelnhalter. Listen, they're rolling. They hate it. Oh, du hast einen schwachen Heiltrank bekommen. Ich bin in der Höhle gerade. Okay. Truhe! Nein! Natürlich kriegst du direkt das Zeug, Alter. Ich hab drei... Au, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Es ist Nacht. Na und?
Übrigens, diese Schwerter, die wir haben, die haben wir normalerweise nicht. Wir konnten Spitzhacke und Axt auftreiben, aber Schwert ging nicht. Sorry. Deshalb haben wir uns gerade eben Neues gemacht. Ja. Oh, fuck you. Wir können es einmal erklären, wir können es 10-mal erklären, wir können es auch 100-mal erklären. Wir kommen leider nicht an. Geil, es gibt einen neuen Trank. Bergbautrank. Was bringt der dir? Schnell abbauen. Zombie! Lol. Das ist so wie Haste in Minecraft. Ihr müsst wissen, wir spielen beide auch Minecraft. Ja, aber... Auf Handy. Und ich bin Hacker Pro, kann man so sagen. Ich meine, ich glitch mir das Zeug. Kann man das als Hacker Pro bezeichnen? Ich meine, ich bin Glitcher, aber kein Hacker. Bagger meinst du? Ja, ich bin ein Bagger. Ich hab Wurfmesser! Alter, ich hasse diese Nacht so. Und ich find's doof, dass man in Terraria überhaupt nicht schlafen kann. Ja, das ist wirklich doof. Obwohl, es ist auch cool. Denn man hat mehr Zeit. Ich hab ganz viel Iron. Ich nicht. Und es kommt irgendein dummer Zombie auf mich zu. Ja, Zombies sind ziemlich stark. Zumindest gerade noch für uns. Aber also in unserer alten Welt haben die wir one-hitted. Ja, teilweise. Ich hatte beispielsweise Excalibur. Ich hatte die wahre Klinge der Nacht. Ja, ich konnte leider noch nicht wahr machen, denn wir spielen hier gerade bei dem guten Bunny Kid. Jolo, ich hab ganz viele alte. Nein, das ist nicht mein Ernst. Ich hab Bandsprung. Nein, was soll der Mist? Ich bin in der Höhle, hier sind so viele Truhen. Was soll der Mist? In Terraria bin ich ein absoluter Glückspilz. Ja, und ich auch, denn ich habe eine legendäre Kupferspitzhacke. Ja, aber die hattest du von deinem Alten. Ja, ich muss zugeben, aber da hatte ich wirklich ziemlich Lack. Ich habe Wurfmesser. Alter, wie hat sich das eben angehört? Ah! Gott, das muss. Oh, Zombie, schnell weg. Obwohl, die brauche ich gar nicht mehr. Ja, sorry. Ja, stimmt, du hast Full Heart. Nimm die für mich mit. Ich brauche die doch. An unseren Herzen sieht man... Alter, der Zombie hat gerade für mich eine Falle aufgelöst. Lol. Man sieht gerade auch... MLG. An unseren Herzen, dass wir schon eine frühere Welt hatten. Und ich habe die Höhlenmusik. Oh nö, die ist doof, finde ich zumindest. Ich finde sie eigentlich okay. Ich mag die Höhlenmusik. Okay, so. Die ist so. Ich bin auch nicht so unbedingt der Fan. Hier ist ein Haus! Obwohl, Mäuse gab es schon. Mäuse kenne ich noch. Katze, töte die Maus. Auch wenn du gar nichts kannst. Oh, nein! Was? Ah, nee, das ist nur ein Erz. Wir haben eine Dämonit-Welt. Alter! Gelber Schleim, ja! Gelbe Schleim, lass du mich in Ruhe? Tut mir leid, aber ich bin... Ah, nein! Oh Mann, ich lande die ganze Zeit richtig professionell im Wasser. Like a Profi! Nur leider habe ich keine Blöcke. Doch, habe ich. Ich habe Blöcke. Ja auch. Und ich ertrinke gleich. Und über mir ist ein gelber Schleim. Lollipop, lollipop, lolli, lollipop. Und ich kann irgendwie gerade keine Blöcke haben. Weil ich ein Noob bin. Aber ich habe schon mal so ziemlich das Grundgerüst von unserem Haus gebaut. Ja? Ja, hier ist so eine kleine Plattform. Kann man sich doch ganz gut einmisten. Ist hier oben schwarzer Schleim. Lol. Und ich bin gleich tot. Also ich habe aber nah am Spawn gebaut. Also du wirst auf jeden Fall in den Haus sehen. Pause. Wir gehen in die Pause. Ja. Sink. So, damit wollen wir unsere erste Folge auch schon beenden, denn wir sind fast bei 15 Minuten. Ach, und übrigens, wir werden auch etwas offscreen am Haus bauen. Weil das ja, aber nur am Haus, wir werden nicht farmen. Das ist sonst ein bisschen langweilig, außer Holz natürlich. Ja, Holz. Aber wir werden Bäume auch wieder anpflanzen, also wir werden nicht viel verpassen. Außer wir machen dann auch einen Grundgang, was wir gemacht haben. Ja. Also, bis zur nächsten Folge in unserer geilen Welt Komet. Tschüss.